Usertalk präsentiert den Comline Leistungscheck. Comline ist Europas starker Pro-Audio- und Videovertrieb. Für alle Belange des Music Recordings bringt Comline die richtige Soft- und Hardware von führenden Markenherstellern in den Fachhandel. Herzlich willkommen zum Usertalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hi, hallo und herzlich willkommen heute auf Musotalk zum Stammtisch, zum wöchentlich stattfindenden Stammtisch. Mein Name ist Benjamin Schwen, ich bin hier im hell erleuchteten Light Mountain Studio in Berlin. Wir haben Sonne und einer meiner Gäste hat noch etwas mehr Sonne höchstwahrscheinlich. Wir haben heute eine illustre Runde. Wir wollen sprechen über das Thema High-End Audio, Quo Vadis. Über uns in Licht Portugals Friedemann Tisch, Mastering Engineer. Stell dich kurz vor und warum bist du in Portugal? Ich bin einfach nur hier, weil ich kurz etwas Pause aus dem Studio brauchte und eine wahnsinnig stressige Zeit hinter mir habe. Auch hier aus dem sonnigen Portugal bin ich aber auch täglich damit beschäftigt, Releases vorzubereiten und Calls zu machen, aber ich brauchte einfach mal für ein paar Tage einen Tapetenwechsel und etwas fürs Sportliche zu tun, um dann in aller Frische nächste Woche zurückzukommen und von Hamburg aus dann wieder wahrscheinlich bei regnerischem Wetter weiterzumachen. Danke, dass du trotzdem dabei bist. Genau, ich freue mich heute auf die Runde. Sehr interessantes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Deswegen bin ich auch mit Freude von hier aus dabei. Schön. Und in der rechten Ecke, Mastering Engineer und erfolgreicher Mastering Engineer. Dreimal Platz 1 habe ich jetzt gelesen, mit Wanda und mit zwei anderen Platten gerade aktuell in den Charts vertreten. Aus Karlsruhe, war das richtig? Genau, richtig. Robin Schmidt, stell dich nochmal kurz vor für die, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Ja, mein Name ist Robin Schmidt, ich bin Mastering Engineer bei 2496 Mastering in Karlsruhe. Und ich mache Mastering. Genau, und das sehr gut und höchstwahrscheinlich. In unserem Interview, was es auf Musetalk gibt, haben wir ja schon so ein bisschen geredet über deinen Signalfluss, was du so hast. Aber darüber wollen wir heute auch nochmal sprechen. Wir haben aber auch dabei aus Hamburg, dem dunklen und regnerischen Hamburg, den sonnigen Marc Ziebart. Guten Tag. Erzähl mal was von dir. So, ja. Erzähl mal was von dir, wer du bist, was du so machst. Ach so, ich habe dich gerade ganz schlecht verstanden, Benjamin. Ich bin der Betreiber von AdvaTunes hier in Hamburg. Ich mache überwiegend Ton zum Bild, mache aber auch im Moment gerade, bin ich in einem Club mit einer Sängerin zusammen. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Print. Da machen wir gerade sehr viele Aufnahmen. Ich habe ihr letzte Woche beigebracht, wie man Melodyne bedient und das darf ich jetzt in dem zweiten Studio gerade. Sehr gut. Hast da weniger zu tun am Editieren. Das Thema heute ist High-End Audio. Was ist High-End überhaupt? Es gibt amerikanischer Begriff, also das höchste Ende, die letzte Entwicklungsstufe. Man sagt zum Beispiel auch State of the Art dazu, also Stand der Technik auf Deutsch. Was machen Produkte, die sich als High-End bezeichnen, aus gegenüber Produkten, die günstiger sind? Weil wir wissen ja auch bei Automobilen und bei anderen Dingen, die letzten 2-3% kosten dann meistens nochmal 2/3 des Preises, muss man dann oft nochmal oben drauf legen. Friedemann, wie siehst du das Thema High-End bei dir? Im Mastering-Studio, da sind wir uns ja einig, sollte man über eine vernünftige Abhöre verfügen und auch das Thema Wandler und Raumakustik spielen ja eine große Rolle. Ab welcher Preisstufe würdest du sagen, kann man vernünftig arbeiten? Oder kann man das heute nicht mehr sagen? Also, das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, die sich ganz schwierig flächendeckend sozusagen in einem Satz beantworten lässt. Ich denke, das hängt sehr davon ab,
wie gut man adaptieren kann, wie gut man seine Umstände kennt. Am Ende des Tages würde ich fast sagen, die richtige Entscheidung des Engineers zum richtigen Zeitpunkt ist das Wesentliche. Also ist die wichtigste Voraussetzung, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Inwieweit der Engineer jedoch dazu in der Lage ist, eine kompromissbehaftete Abhörumgebung zu adaptieren, das steht auf einem anderen Blatt. Es ist natürlich leichter, wenn man eine tolle Akustik hat. Also ich habe in meinem Studio in Hamburg einfach die luxuriöse Situation, dass wenn ich die Augen zumache und quasi virtuell, also wenn ich mit meinen Ohren schaue sozusagen und auf die Bühne gucke, wo die Musik stattfindet und alles schön verteilt ist so im Raum, dann ist es perfekt und ich brauche mich da gar nicht großartig anzustrengen, weil alles, was nicht stimmt, springt mir eigentlich sofort in die Ohren. In anderen Worten, wenn mir nichts auf den Keks geht akustisch, dann ist es gut. Und wenn ich dann auch überprüfe, dass ich das sehr laut hören kann und es nicht wehtut, dann ist es auch gut. Und das ist sehr angenehm, aber das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man so viel Geld ausgeben muss, um zu guten Ergebnissen zu kommen. In anderen Worten, wenn man seinen guten Kopfhörer kennt und das adaptieren kann und gleichzeitig gut bestückt ist mit guten Skills, also Fähigkeiten, dann kann man sicherlich auch unter einfacheren Umständen zu einem guten Ergebnis kommen. Das ist dann am Ende einfach auch Frage des Arbeitsluxus. Wenn man sowas eben 10-12 Stunden am Tag macht, dann möchte man vielleicht einfach auch eine Umgebung haben, wo man nicht permanent adaptiert im Kopf. Wir reden natürlich heute auch über Geld. Dann erzähl mal, was für Monitor hast du und was haben die gekostet? Ich habe die letzte Ausgabe der großen Klein- und Hummel-Monitore, bevor Klein- und Hummel von Neumann übernommen worden ist. Die haben um und bei 30.000 Euro gekostet. Die sind so mit dem technologischen Aufriss, der damals betrieben wurde, heute auch nicht mehr als Nachfolgemodelle so erhältlich. Also es ist da wahnsinnig viel DSP drin. Es ist, ich glaube, es sind Wandler da drin, die äußerst schwierig vorzufinden sind in selbst High-End Mastering Studio-Wandler. Also die haben einen dynamischen Umfang von weit über 130 dB. Also eine Layering-Technik, wo unterschiedliche Pegelbereiche auf eine Wandler-Unit ausgelagert werden. Und wenn ein Pegelsprung sozusagen gemacht wird, dann wird es von einem anderen Wandler bearbeitet, der insgesamt einen fest vordefinierten Pegel-Offset hat. Dadurch kann man halt den. Ich glaube, diese Range kaskadierten erweitern. Wandler machen, das macht, glaube ich, auch die dänische Firma DAD, soweit ich weiß. Ich glaube, DAD heißt Digital die. Digital Audio Denmark heißen. Genau, genau. Die machen, glaube ich, auch diese Kaskadierung. Und das rechtfertigt dann natürlich auch einen höheren Preis, weil normalerweise gibt es Wandlerbausteine. Es gibt ja einfach diese Chips von Burr Brown oder von Cirrus Logic oder wie sie alle heißen. Und die sind mittlerweile teilweise DSD-fähig und so ein Chip kostet nicht mehr viel. Also wenn man quasi Eingangsstufe, den Chip, die DSP, also die Steuerung drumherum und die Ausgangsstufe, da kann man auch noch mal ein bisschen Geld lassen, aber da sprechen wir noch später noch mal drüber. Robin, wie ist das bei dir? Du hast, glaube ich, Gusowski oder Lipinski. Was hast du da am Start bei dir im Studio? Ich habe Lipinski-Lautsprecher, die 707er. War die erste Ausgabe, die Bob Katz auch berühmt gemacht hat. Und dazu zwei Subwoofer. Okay, Gesamtpreis des Systems? Das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil wenn wir Wandler, Frequenzweiche mit dazu zählen und Amps, die Lipinski-Lautsprecher selbst sind relativ günstig. Also da kostet das Pärchen, ich glaube, 5.000 Euro, 6.000 Euro, kommt es hin. Auf jeden Fall mit den Subs dazu und Wandler sind wir wahrscheinlich auch so bei 20.000, 25.000 oder so. Für alles. Aber also, das ist könntest ganz du dir grob vorstellen, könntest du dir vorstellen, auch mit der guten Mittelklasse zu arbeiten? Also, sprich,
Was gibt es da? Also die Neumann, die jetzt die Nachfolger von den Klein und Hummels, die so 2000er Stück kosten, die haben natürlich keinen Bassbereich bis 20 Hertz, aber könntest du auf denen genauso gut arbeiten? Oder bietet dir dein System etwas, was diese Lautsprecher halt noch nicht können? Ich glaube schon. Vor allen Dingen dieses System, das ich habe, ist eigentlich wahnsinnig billig gewesen, auch als es rausgekommen ist. Das ist so billig gewesen, dass Lipinski als Hersteller danach auch krampfhaft versucht hat, über irgendwelche anderen und Zusatzprodukte mehr Geld reinzuholen. Die haben das relativ schnell mitbekommen, dass die dafür sorgen sollten, dass sie von jedem Mastering-Engineer, der die Lautsprecher kauft, mehr als nur ein paar tausend Euro absaugen sollten. Nee, das System, das ich habe, das bietet mir vor allen Dingen die Möglichkeit, eine gute Anpassung zu machen. Das heißt, ich habe die Subwoofer separat, ich habe die Frequenzweiche separat und da ist einiges, wird einiges an DSP gemacht. Also das, was beim Friedemann Klein und Hummel netterweise schon im Vorfeld gut gemacht haben, das stelle ich hier, oder das ist hier selbst eingemessen und auf den Raum angepasst. Und ich glaube, wenn ich jetzt stattdessen nur ein einzelnes System hätte, jetzt zum Beispiel die Neumann, die Lautsprecher, sagen wir mal, ich hätte insgesamt ein Monitorbudget von 5.000 Euro oder 10.000 Euro, dann würde mir das mit Sicherheit fehlen. Also nicht nur die Bass Extension nach unten hin oder jetzt die dynamische Genauigkeit, sondern vor allen Dingen auch die Möglichkeit, das irgendwie auf meinen Raum anzupassen und so zum Funktionieren zu bringen, dass es so ist, wie Friedemann sagt, dass man sich in den Raum setzt, Play drückt, Augen zu und nicht denken muss, sondern einfach sofort man hört, was man hört und man reagiert, man muss nicht mehr drüber nachdenken. Das ist genau wie Friedemann sagt, der große positive Punkt von einem tollen Raum und einem tollen Abhörsystem. Und die Off-the-Shelf Lösung, jetzt zum Beispiel ein Mittelfeld Aktivmonitor, das ist schon cool, das ist wunderbar. Aber wenn man was hat, was Full Range ist, was man gut anpassen kann auf einen Raum, das ist schon einiges wert. Ich muss auch sagen, ich war jetzt beim Mick Gosowski bei der Masterclass im Kung-Fu-Studio von Marek Pompetzki und Mick Gosowski hat seine Gosowski Swift Lautsprecher mitgebracht. Ich selber nutze ja KS Digital, also so ein Mittelfeld-Monitorsystem für 5.000, 6.000 das Paar mit digitaler Steuerung und bin damit auch voll zufrieden. Und die Gosowski waren auch wirklich gut. Die haben auch eine DSP, also da werden die Treiber halt auch dementsprechend Phasen und Frequenz korrigiert und Zeit korrigiert. Das System ist da sehr ähnlich. Und dann hat er die Daft Punk Masterbänder abgespielt. Und zwar dann hatten die großen ATC-Wandlautsprecher, hat Marek da. Mhm. Ich glaube, die liegen auch bei 20, 25, 30.000. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die passiv sind oder aktiv. Auf jeden Fall, da muss ich dann sagen, wow, da hört, also weil man dann hört bis 15 Hertz runter oder 20 Hertz. Und da sind dann doch echt nochmal so Informationen im Raum plötzlich da. Also so ein Raumraunen der Drumaufnahme, die kriege ich über mein System zum Beispiel nicht übermittelt. Und das ist ja auch sehr wichtig als Mastering-Engineer, denke ich, das zu hören. Marc, wie ist das bei dir? Was ist da dein teuerstes Teil im Studio? Ist dir das wichtig oder denkst du, am Ende hören die es eh auf ihrem iPhone in Mono ab und ist doch eigentlich egal, wofür das Geld ausgeben. Na, ich habe noch einen anderen Aspekt, der halt auch eine Rolle spielt. Also ich habe ja hier diese Smart Audio Lautsprecher, die habe ich halt in diesem Raum hier, sind es aktive, und ich habe in meiner Hauptregie, die nebenan ist, da habe ich die passiv mit so einer Glockenklang Bugatti Endstufe, da würde ich halt auch mal sagen, also pro Arbeitsplatz, weiß ich nicht, zwischen 6.000 und 8.000 Euro hat irgendwie so diese Lautsprecherkombination, glaube ich, gekostet. Mit dann das eine Mal mit der Endstufe. Und ich glaube, für mich ist der wesentlichste Punkt, ich habe die seit 21 Jahren mittlerweile. Also ich habe mir 1998, da waren die noch relativ neu, die Smart Audio Lautsprecher, habe ich mir die gekauft, hatte irgendwie auch nach Genelec und Mackie und sowas, das hatte ich alles mal irgendwie ausprobiert. Die haben mir am besten gefallen und dann
ist halt dieser Aspekt, wenn du solche Lautsprecher einfach schon sehr, sehr lange verwendest, dass du tatsächlich auch alle, dass du einfach genau weißt, wie sie funktionieren. Also wo sie halt vielleicht auch Schwächen haben oder wo sie, ja, wie ehrlich sie halt eigentlich sind. Das ist, glaube ich, mit ein wesentliches Kriterium. Also ich bin mittlerweile in diesen Räumlichkeiten hier seit 16 Jahren und eben halt habe die Lautsprecher eben halt schon noch ein bisschen länger. Und das ergibt bei mir eine Verlässlichkeit, dass ich halt immer weiß, was ich hier höre. Mit auch den kleinen Schwächen und so, die da sicherlich vorhanden sind in den Räumen. Ist es, also ich finde, wenn man über High-End spricht, muss man sich mal überlegen, wo das herkommt. Die alten Studios aus den 20er, 30er, 40er Jahren, das war alles quasi Rundfunktechnik, das war Militär-Grade, es waren wirklich extrem teure Sachen. Da hat ja niemand daran gedacht, dass diese Geräte irgendwann mal im Wohnzimmer oder im Jugendzimmer von Marvin dann ist, der dann da Sachen mitproduziert. Das heißt, eigentlich war früher, wenn man so will, alles High-End. Und durch die Demokratisierung der Arbeitsmittel, dass man halt heute ein großes Studio in seinem Laptop hat, mit Plugins und Nachbildung von teuren Geräten, gibt es ja für jeden Consumer, und auch die Plugins sind ja recht günstig oft, mit Ausnahmen, die Möglichkeit zu arbeiten und zu mischen. Und Friedemann, du hast ja auch schon einige Erfahrung und einige Jahre Erfahrung mit Audiotechnik. Empfindest du das wirklich als eine Verschlechterung der Technik oder sind sogar diese Plug-in-Möglichkeiten und die günstigeren Tools so gut geworden, dass sie die alten Geräte eigentlich übertreffen? Nee, das Interessante ist eigentlich, dass es bei der Qualität von digitalen Tools eine sehr hohe Konsistenz gibt, die sich über sehr lange Zeit hält. Beispielsweise die MD3-Software, die damals etabliert wurde auf dem System 5000 von TC Electronic, also ein dreibandiger, MS-fähiger Kompressor-EQ-Kombination. Das hat damals so roundabout 12.000 Mark gekostet. Das ist bis heute immer noch ein Tool, auf das ich zugreife, manchmal so notdürftig, wenn ich merke, alles andere funktioniert nicht. Ich komme manchmal bei all der Technik, die ich zur Verfügung habe, manchmal in Situationen, wo ich denke, oh Gott, da ist jetzt irgendwie was in der Mischung drin, was ich versuche irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich habe wirklich viele, viele Tools, auf die ich zugreifen kann. Ich kriege das nicht anders hin, als auf dieses olle Ding zurückzugreifen, was dann später als Software eingezogen ist auf die PowerCore-Plattformen und was heutzutage verfügbar ist auf dem System 6000, was noch teurer ist, als das 5000er war. Und was, ich glaube, neuerdings auf eine Standalone-Lösung gekommen ist, die, ich glaube, sogar nur 99 Euro kostet, weil TC Electronics ja von Uli Behringer gekauft worden ist. Wie auch immer, was ich damit sagen will, ist, dass da ein Genie war, der leider nicht mehr lebt, der das damals gemacht hat, der Programmierer. Und da hat es vor 25 Jahren schon so gut gemacht, dass es heute immer noch State of the Art ist. Und das Gleiche findet man in ganz vielen anderen Plug-in-Bereichen. Die Sony Oxford-Leute, die kommen halt damals von eben Sony Oxford, die sind rausgegangen, haben dann Sonox gegründet und so weiter. Die kommen wirklich von der ganz klassischen DSP-Entwicklung, sind sehr hochqualifizierte Leute und entsprechend haben die auch hochqualifizierte Produkte an den Start gebracht. Und es gibt eben, du findest häufig eben Tools, die über sehr, sehr lange Zeit ihre Qualität halten. Und andererseits findest du heutzutage eine Vielfalt an Möglichkeiten, die einen ja fast erschlagen, wo das sehr schwierig ist, erstmal die Spreu vom Weizen zu trennen und wo man leider Gottes nicht sagen kann, die Qualität ist, also der Grundstandard ist so hoch geworden, und so konsistent, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Alles, was es so heutzutage gibt, ist gut. Das würde ich auf keinen Fall unterstreichen. Robin, hat
so Plugins wie zum Beispiel FabFilter, die ich ja gerne benutze, und andere, oder auch die Sonox EQs oder diverse Plugins, die zum Beispiel dynamische EQing möglich machen. So Geräte wie den Weiß EQ, der ja auch 5.000, 6.000, 7.000 Euro kostet, nicht eigentlich obsolet gemacht. Also hat die Plugin oder jetzt auch die Emulation von teurer, alter Röhrenhardware, Pultec EQs, die alten Kompressoren, ist dadurch nicht auch in gewisser Weise dieser High-End-Markt ersetzt worden durch Plugins? Oder du greifst ja auch auf Hardware noch zurück, die etwas kann, was Plugins zum Beispiel nicht können. Ja, ich würde es ganz objektiv an dem Marker festmachen, an Gebrauchtpreisen von Analoggeräten. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die schon obsolet sind, sonst würden sich die Preise nicht halten. Für mich ist es eher, dass der Workflow den Plugins ermöglichen. Das ist das, was Hardware obsolet macht. Und jetzt zum Beispiel, also aus meiner Sicht, ist ein MD3 in einem TC-System 6000 vollkommen obsolet dadurch, dass es den MD3 als Plugin gibt. Da gibt es dann einfach wenig Grund, sich das Leben kompliziert zu machen und das Audio noch über AES Evo in eine andere Kiste reinzurouten. Aber ich würde sagen, analoge Hardware, oder gerade analoge Hardware, hat noch ihren Reiz, und die Gebrauchtpreise reflektieren das. Ich vermute zum Beispiel, dass der Manley Warimu, den ich mir 2001 gebraucht gekauft habe, für damals, ich glaube, 2000 Euro. Ich vermute, dass ich den jetzt gebraucht verkaufen kann für 2000 Euro. Sprich, dass sich bis auf Inflation der Wert ansonsten gehalten hat. Ob sich das ändert wird, weiß ich nicht. Mit Sicherheit ist mittlerweile der Beweis erbracht, dass man auch wunderbar Musik machen kann, ohne dass man die Kisten hat. Sowohl die analogen Kisten als auch die digitalen Hardware-Kisten. Ich habe als kleine Anekdote, ich glaube, im Jahr 2006 gelernt, dass nichts schneller Geld verbrennt als obsolete digitale Hardware. Da hatte ich damals mir einen 5.1 Syntefex, ein Emulationsgerät gekauft. Für sagenhafte 10.000 Euro. Und das war ein Gerät, das auf 6 Kanälen andere Kompressoren und andere EQs nachmachen konnte und auch selbst Impulse nehmen konnte. Und einen Monat, nachdem ich es gekauft habe, nachdem ich der Hersteller auch noch ein bisschen dazu überredet hat, ihm das Ding abzunehmen, hat er seine Technologie damals an Focusrite verkauft, die dann, oder zu dem Zeitpunkt auch schon rausgekommen sind mit dem Focusrite Liquid Channel, der dann plötzlich für 400 Euro das gemacht hat, was mein Gerät für 10.000 Euro konnte. Und dann war mein Gerät quasi über Nacht wertlos. Thema auch PowerCorp wurde ja gerade erwähnt von Friedemann. Diese Schnittstelle, die eine digitale Schnittstelle, so ähnlich wie die UAD-Geschichten, auf einem Rack-System Plugins bereitstellt, die nicht mehr weitergeführt wurden. Die Dinger sind halt jetzt 0 Euro wert. Wir machen kurz Werbung und dann gehen wir mal noch mal tiefer ins Thema ein und gucken, ob eine Laptop-Produktion heutzutage, die Nummer, die auf 1 geht, gar nicht mehr das große Studio braucht. Aber erstmal ab zu Hofer College, zu unserem Werbepartner. Möchtest du deine Produktion viel besser klingen lassen? Interessiert dich eine Zukunft in der Musikbranche? Oder strebst du den Bachelor in Tontechnik und Musikproduktion an? Mit den staatlich zertifizierten Fernkursen von Hofer kannst du alles erreichen. Von dir zu Hause aus. Interessant ist festzustellen, dass es im visuellen Bereich, im Videobereich, gibt es bei vielen Leuten die das Bewusstsein dafür, Geld auszugeben für einen großen Fernseher, der 4K oder gar 8K kann. Beim Handy will man das OLED-Display, und darauf wird immer extrem geachtet.
Audio fällt irgendwie so hinten über. MP3 ist mehr oder weniger Standard, ob mittlerweile jetzt in einer höheren Auflösung zum Glück, weil 128 Kilobit per Second hat wirklich alles zerstört, meiner Meinung. Aber dieses früher das Bewusstsein, man geht, kauft sich eine anständige HiFi-Anlage, um Musik zu hören. Heute hören alle Mono ab auf ihrem iPhone und ich habe schon Kunden gehabt, die gesagt haben, irgendwie auf dem iPhone klingt es irgendwie komisch oder wo ich sie dann gefragt habe, wie hörst du eigentlich deine Mixes ab? Ja, auf dem iPhone und auf meinem Laptop und so. Und dann mache ich mir hier um 35 Hertz Gedanken. Marc, ist es nicht der, wenn die Endgeräte so scheiße sind, ist doch eigentlich egal, oder? Was wir machen. Es kommt ganz drauf an, wo du dir sicher bist, dass das konsumiert wird, was du da produzierst. Also da bist du bei einer Musikproduktion, kannst du dir ja nicht sicher sein, dass die nur auf dem, mittlerweile sind iPhones übrigens schon Stereo, also da sind schon zwei kleine Tonauspuffe irgendwie dran, aber trotzdem kommt da natürlich einfach nur dünner Brei raus. Ich sag mal, beim Fernsehen ist natürlich häufig der Ton ja auch, sag ich mal, das unterschätzte Element. Also viele Leute haben ja zu Hause einfach nur an ihrem flachen Fernseher die Lautsprecher da dran, der da nach hinten irgendwie so rausbölkt, der wahrscheinlich auch unter 150 Hertz oder so gar nichts mehr so richtig rausgibt. Wenn das reicht, also einem Nachrichtensprecher zu lauschen, dafür reicht es wahrscheinlich. Aber wenn du dir einen toll gemischten Film angucken willst, dann ist das halt eigentlich zu wenig. Und ja, da muss man halt gucken, wie viel man bereit ist, für sowas auszugeben. Also, Friedemann, wie lässt sich das denn lösen, dieses Problem? Du hörst auf 30.000 Euro ab, hast alle Nuancen und der Kunde hört auf seinem iPhone ab. Musst du anders an die Mixes rangehen oder gilt es immer noch so, wenn es bei dir gut klingt, dann muss es überall anders gut klingen, im Auto, auf dem iPhone. Oder ist das halt heute gang und gäbe, man muss die Mixes halt anpassen für dieses Medium? Ist eine gute Frage. In einem Punkt stimme ich dir da hundertprozentig zu. Man muss heutzutage tatsächlich viel stärker als vor 10 Jahren darauf achten, dass die Sachen monokompatibel sind, also respektive Monoschalter drücken, gucken, irgendwie was verschwindet zu doll. Und hört man die Bassdrum noch? Hört man die Bassdrum noch, aber das sind auch, ich habe auch schon von prominenten Acts das erlebt, dass das Orchester auf einmal verschwindet, also ein echtes aufgenommenes Orchester, wenn man auf Mono drückt. Und das finden dann sicherlich die Auftraggeber nicht so witzig, wenn es auf einmal weg ist. Da muss man natürlich drauf achten. Auf der anderen Seite habe ich als Audio-Engineer da eigentlich ständig dazu tendiert, sich selbst zu hinterfragen und zu optimieren, wie kann ich meinen Workflow besser machen und so weiter und so fort. Habe ich sehr lange gebraucht, um wirklich für mich zu checken, was es eigentlich bedeutet, eine Produktion übersetzbar zu machen zu unterschiedlichen Abspielsystemen. Und für mich ist es nicht irgendwie so unbedingt diese magische Badewanne sozusagen, so ein bisschen mehr Bässe, ein bisschen mehr Höhen, bum, bum, sondern was für mich die Übersetzbarkeit gewährleistet, ist die Kontrolle von Ereignissen, die aus einer gewissen Norm herausrudern. Ja? Sagen wir mal, ich habe eine unkontrollierte Kick und einzelne Schläge sind 6, 8 dB lauter. Das wird natürlich in einer Club-Situation überhaupt nicht funktionieren. Das muss kontrolliert werden. Und das Gleiche gilt für jeden Frequenzbereich und für jede Art von unkontrollierten Ereignissen. Das können S-Laute sein, die kontrolliert werden müssen. Es kann im Chorus irgendwie die Stimmendoppelung, wo dann bei 2 bis 4 Kilohertz so das so fürchterlich wehtut und man das irgendwie hört, als ob sich das wie eine Schraube in den Loch, in den Kopf drillt. Solche Sachen müssen kontrolliert werden und die kann ich natürlich auf einer guten Abhörsituation leicht kontrollieren. Und je mehr Sachen kontrolliert sind und innerhalb einer gewissen Norm sind und balanciert sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auf sehr unterschiedlichen Abspielsituationen gut funktioniert. Dann klingt es auf der jeweiligen Abspielsituation eben so gut oder schlecht, wie die Abspielsituation designt ist. Wenn man eben auf dem iPhone etwas abhört, dann klingt es eben nicht besser oder schlechter als der andere Chat sozusagen. Mhm. Ja, klar.
Aber ich halte es für einen absoluten Fehler zu sagen, so da das iPhone ist der neue große Standard und wir mischen und mastern jetzt das iPhone. Das wäre der Ausverkauf jeglichen Glaubens an Klangqualität und audiophilem Genuss. Und also dann hätten wir, also für mich wäre das ein Grund zu sagen, goodbye, ich mache jetzt mal was anderes. Robin, hast du nicht kann das ich, Gefühl, kann ich dazu also was sagen? Ja, unbedingt. Kann ich dazu was hinzufügen? Das ist alles richtig, was Friedemann sagt. Die Begründung dafür kann aber noch eine andere sein. Es ist wirklich, es gibt nur eine Art von Linear. Das heißt, der absolut genaue Lautsprecher, der klingt überall gleich. Aber jedes schlechte Gerät ist unterschiedlich. Das heißt, das iPhone 11, das iPhone 10, das iPhone 9, das iPhone 8 klingen alle sehr unterschiedlich. Und wenn man dann noch ein Huawei und noch ein Samsung-Telefon hat, jedes von denen ist auf eine andere Art und Weise fürchterlich. Das heißt, wenn man wirklich versuchen würde, auf den auf den schlechtesten Nenner zu mastern, das wäre einfach praktisch unmöglich, weil jedes schlechte Gerät auf eine komplett andere Art und Weise schlecht ist. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Das heißt, die Philosophie im Mastering-Studio, eine möglichst ideale Akustik zu haben und möglichst lineare Lautsprecher, da geht es nicht nur darum, dass wir uns beim Arbeiten an schönen Sound erfreuen können, sondern es geht auch darum, alle möglichen Variablen, die ansonsten unsere Arbeit beeinflussen, rauszunehmen, damit wir was herstellen können, ein Master, wie Friedemann sagt, das möglichst ausgeglichen ist, möglichst balanciert, bei dem keine Sachen unangenehm oder unkontrolliert raustreten, denn die Sachen, die unkontrolliert raustreten, sind dann eben die Sachen, die bei manchen schlechten Geräten ein Brummen, ein Fiepen, ein Kratzen, ein Rumsen hervorzaubern. Das heißt, um das gut einzuschätzen zu können, braucht man eine sehr lineare Abhöre und einen ganz gut linearen Raum, wenn das möglich ist. Oder alternativ sehr, sehr viel Erfahrung mit seinen Lautsprechern, damit man die Probleme der Lautsprecher einschätzen könnte. Das heißt, im Gedanken, will ich meinen Master für ein iPhone besonders anpassen, ist es auch wichtig, dass man nicht den Karren vors Pferd spannt. Denn die Geräte werden dazu gebaut, um mit den vorhandenen Mitteln, nämlich einem kleinen Telefon und winzig kleinen Piezo-Lautsprechern und zwei Soundauspüffchen, wie gerade gesagt wurde, das Beste rauszuholen. Und die orientieren sich dabei beim Design der Geräte, bei der Herstellung an gut klingender Musik und machen halt das Beste, was möglich ist. Und wenn die neue Generation iPhone rauskommt, dann wird die anders sein. Und die nächste wird wieder anders sein. Das heißt, jetzt auf ein bestimmtes Gerät irgendwas zuzuschneiden, wäre fatal. Das würde dafür sorgen, dass die Musik auch jetzt nicht bei allen besser klingt und in 3 Jahren erst recht nicht. Es wird ja oft gesagt, oder bei manchen Produktionen stelle ich das fest, wie zum Beispiel der vorletzten Sia, also die ja so einen Durchbruch dann hatte mit diesem Chandelier-Song, die finde ich fürchterlich produziert. Also sowohl, das ist alles sehr an die Wand gefahren, man hat eigentlich gar nicht viel besser, es ist alles sehr brüllend und jetzt die Frage an die Mastering-Engineers, gibt es quasi manchmal die Vorgabe, es soll jetzt nicht besonders gut klingen, sondern es soll irgendwie extrem irgendwie in your face oder es soll doch halt auf dem Küchenradio besser performen als auf einem guten Abhörsystem, Friedemann. Also wenn denn das der Anspruch quasi ist, es soll so ein crispe Höhen in den Stimmen sein, bei Rihanna wird ja auch oft übertrieben, da höre ich mir das hier auf meinem Abhören an, denke so, das kann nicht deren Ernst sein, die haben jetzt irgendwie so viel 8K da drin, das zieht mir gleich alle Plomben raus, aber bei Lieschen Müller im Küchenradio klingt das dann schön brillant. Ja, es gibt solche Kunden. Also ich bin kein absoluter Fan davon und wenn da eine gewisse Schmerzschwelle irgendwann für mich überschritten ist, dann möchte ich da als Mastering Engineer auch nicht mehr draufstehen. Also ich erlebe das besonders, ich meine, früher war das ein globales Problem sozusagen. Mittlerweile ist es dank der Loudness-Normalisierung eigentlich eher zu einem asiatischen Problem geworden, weil in Asien die Loudness-Normalisierung noch nicht so greift und ich das bei asiatischen Kunden
durchaus so erlebe, dass sie sagen, irgendwie noch eine Schippe rauf, noch eine Schippe drauf, Lautheit um jeden Preis, egal wie furchtbar das klingt, auch wenn man die Verzerrung am Ende hört und wenn es weh tut und die Ohren bluten, Hauptsache laut. Das gibt es, aber das ist nicht die Regel, glücklicherweise. Und ich persönlich sehe es auch irgendwie als eine meiner Aufgaben als Mastering Engineer, auch so ein bisschen der Hüter des guten Tons zu sein und dann lieber ein bisschen Zeit in Aufklärung zu investieren und gegebenenfalls mit den entsprechenden Entscheidungsträgern zu sprechen und zu sagen, hör zu, jetzt lass doch mal gucken, wo sind die Haupt... Also ich frage meine Kunden immer als erstes, wo sind deine Hauptauswertungskanäle? Wenn es Online-Distribution ist, ja, dann und digitale, also rein digitaler Vertrieb, dann atme ich innerlich schon auf, weil ich dann weiß, ich habe ein Argument, dem Kunden zu sagen, hör zu, du tust dir, dem Erfolg und deinem Produkt einfach einen Riesengefallen, indem du jetzt hier eine sachlich korrekte Entscheidung triffst und keine Entscheidung auf Basis von Angst, nicht laut genug zu sein und auf Basis von Uninformiertheit. Anders ist es halt bei elektronischer Musik, die in die Clubs kommt, da muss man dieses Spiel mitspielen. Im Hip-Hop-Bereich ist es auch ein bisschen schwierig, sich dem komplett zu entziehen, weil da muss halt irgendwie, würde ich sagen, das Auto hinten irgendwie ein bisschen hochspringen, wenn die Kick kommt. Und der Hip-Hopper eben sein Song im Auto hört bei 110 dB oder so. Aber ansonsten alle, sag ich mal, normalen Musikrichtungen in der westlichen Welt, die schwer oder vorwiegend digital distributiert werden, da gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Und da versuche ich auch eben, wie ich nicht zu gehen. Und dem Kunden zu nicht empfehlen, das Gefühl... Habt ihr nicht auch das Gefühl, also wenn man manchmal, wenn man in so einer Produktion steckt und man sieht manchmal, wie das Schlagzeug aufgenommen wurde und man hört dann in einem Studio auf großen Monitoren dieses frisch aufgenommene Schlagzeug hochauflösend, ohne jegliche Bearbeitung und dieser Klang, den man dann hat, also dieses Natürliche und dieses Animalische und dann wird es eingebettet und dann sticht was hervor und das muss eingeebnet werden und dann kommt die Gitarre dazu und dann mumpft es doch zu viel und diese ganzen Prozesse, die man natürlich mischen nennt, die natürlich auch wichtig sind, dann muss es lauter, dann müssen Sachen angepasst werden, dann werden die Mitten zu laut und so weiter und am Ende kommt das Master dabei raus. Ist das nicht auch manchmal in eurem Gefühl auch eine Degradierung dessen, anstatt zu sagen, wir lassen jetzt eine viel höhere Dynamik und wir könnten die Band viel besser klingen lassen, wenn nicht dieser Anspruch da ist, dass auf den kleinen Kopfhörern im Bus alles hörbar sein muss. Wie denkt ihr darüber? Also ich finde das halt bei älteren Produktionen, wo das ja teilweise so war, dass halt dann einfach noch mal deutlich mehr Raum war für die Musik, finde ich schon, dass das halt sehr gut funktioniert hat, wenn es halt sehr dynamisch gespielte Musik ist. Wenn ich mir aber angucke, dass viele populäre Musikstile heutzutage eigentlich auch gar nicht so sehr mit dem Thema Dynamik arbeiten, dann ist das halt auch, ich glaube, das ist halt einfach gar kein Massengeschmack mehr, so viel Dynamik zu hören, außer in bestimmten Nischen von Musik, also im Jazzbereich oder im Klassikbereich oder sowas. In vielen anderen Bereichen ist laut halt einfach auch ein Stilmittel, das prägend für den Musikstil geworden ist. Wenn man zum Beispiel jetzt an Michael Jackson denkt, History zum Beispiel, Stranger in Moscow, das Stück, das fängt so leise an und wenn dann nachher die Grooves reinkommen, das ist ein Dynamiksprung, den gibt es heute gar nicht mehr. Robin, bist du da ein Fan von diese Dynamik zu lassen und kannst du das dem Kunden gegenüber so auch mitteilen, dass dir das wichtig ist oder dass das der Musik gut tut, dass die Dynamik da drin bleibt? Oder musst du auch immer mit dem Loudness-Anspruch kämpfen und dann tricksen? Beides. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass die Musiker, Produzenten, Kunden heute weniger Dynamik wollen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn sie einen Master sehr laut wollen, dass sie trotzdem gerne gefühlte große Sprünge und Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen mitunter mögen. Also, und das ist eher, dass es auch stilrichtungsabhängig ist, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand Popmusik oder Rockmusik macht, die nicht so sehr beim Bügeln stören soll, die eher so für den Hintergrund hören bei Zimmerlautstärke gemacht ist, die wollen, dass der fette Chorus und der spärlich instrumentierte Vers, dass die ungefähr gleich sind. Aber wenn du jetzt ein Album hast oder einen Song, das jetzt eher, sag ich mal, Jugendkultur ist oder dass das in einem Stil ist, wo es wirklich um die Musik geht, die mögen teilweise schon diesen Schockmoment. Die wollen große, große Dynamiksprünge und gleichzeitig alles möglichst laut haben. Aber die Ansage, hey, kannst du bitte die Dynamikunterschiede zwischen leisen und lauten Stellen lassen, aber es insgesamt möglichst laut machen, das ist was ich sehr oft habe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es jetzt wieder mehr wird. Es kommt mir so vor, als ob es mehr wird. Dass es klar ist, dass es schon okay ist, dass eine Strophe auch mal richtig leise sein kann, damit der Chorus richtig reinhaut. Mhm. Das sind ja auch Sachen, die jetzt bei moderner digitaler Distribution endlich funktionieren. Es ging ja eine Zeit lang nicht. Darf ich noch kurz was zu dem Themenkomplex sagen? Unbedingt. Also ich denke, wir müssen dein Beispiel mit Michael Jackson, das müssen wir unterscheiden, das ist ja Makrodynamik. Also Makrodynamik ist sind die dynamischen Sprünge über das Arrangement, Intro, Strophe, Chorus etc. Und das andere, worüber wir sprechen, das ist die Kontrolliertheit, also die Mikrodynamik eigentlich. Ja? Können wir uns erlauben, in einem Song eine Dynamikvariation von, sagen wir mal, 6 oder 8 dB in der Kickdrum zu haben, zwischen leisen Kickschlägen und lauten Kickschlägen? In einer dichten Popproduktion können wir das nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und das heißt auch nicht, das hat nichts damit zu tun, ob das nun gut oder schlecht ist, sondern es funktioniert schlicht und ergreifend nicht, denn entweder sind einige Kickschläge zu laut oder andere sind zu leise. Also wir kriegen es einfach nicht so eingepegelt, dass die Kick das tut, was sie in einem Popsong tun soll. Boom, boom, irgendwie regelmäßig den Beat machen. Ja? Und ich glaube, wenn wir da jetzt über die Kontrolle von Dynamik in dem Mix oder im gesamten Produktionsprozess sprechen, dann ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es Sinn macht, in möglichst vielen kleineren Schritten diese Dynamik einzuschränken. Also wenn man Musik macht, die an sich eine gewisse Konsistenz und Kontrolliertheit braucht bei bestimmten Instrumenten, die eine Funktion erfüllen, wie Kick, dies eben zu tun, indem man mehrere Kompressor- und Limiter-Instanzen einsetzt und nicht alles so dynamisch lässt und dann am Ende dem Mastering-Engineer sagt, jetzt mach mal. Das kriegt der Mastering-Engineer dann auch nicht mehr eingetütet, denn es ist einfach so, wenn man viel Dynamik in einem Schritt wegknabbert, dann ist das hörbarer und kompromissbehafteter. Und ich glaube, was jetzt eine ganz entscheidende Sache ist, überhaupt bei dieser ganzen Pegelungsthematik, die ja ein ganz wesentlicher, Themenkomplex in der gesamten Produktion ist, ich versuche meinen Studenten immer beizubringen, den richtigen Kompromiss zu schaffen, beziehungsweise eigentlich keinen Kompromiss, sondern in der Mischung so weit zu gehen, dass der Raum nach oben genutzt ist. Also keine, ich nenne es ganz einfach, keine dummen Peaks da sind. Dumme Peaks sind Peaks, die wir nicht brauchen, die keine musikalische Informationen transportieren, sondern einfach nur da sind, weil dummerweise gerade zwei Ereignisse in derselben Millisekunde bei derselben Frequenz ein dummes Peak erzeugen. Also die Peak-Struktur sinnvoll zu kontrollieren und zwar nicht so, dass alles platt gehobelt ist und man 100 Samples in Folge an der Decke kleben hat und nach unten hin die Lautheit eben so hochzuziehen, dass man in einen sinnvollen Bereich kommt, weil man diese beiden Bereiche eben sinnvoll
beim Mischen schon kontrolliert, dann kriegt man sehr schön Mastering-fertige Mischung eben und dann fällt es dem Mastering-Engineer leichter, ans Ziel zu kommen. Und ich glaube, wenn wir so, die Dynamik ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema, über das man sehr lange sprechen kann, weil es psychoakustisch eben auch so seltsam ist. Ich glaube, was heutzutage viel oder was in den letzten 20 Jahren viel häufiger passiert ist, ist, dass die Peakstruktur zerstört ist. Also, dass man einfach diese Lautheit auf Kosten einer vitalen Peakstruktur eben erzeugt hat. Aber heutzutage können wir einfach bei der veränderten Marktsituation diese Lautheit hinbekommen und haben eine gesunde Peakstruktur, haben aber trotzdem auch genug Lautheit. Und das ist für mich eigentlich das gesetzte Ziel in einer Produktion. Es gibt ja... Darf ich dazu was sagen? Unbedingt, Robin. Ja, das wird interessant jetzt mit lautes Normalisierung, denn man könnte sagen, und ich glaube, das auch schon zu beobachten, dass dadurch, dass die Streaming-Anbieter Loudness normalisieren, es keinen Zwang mehr dazu gibt, die Peaks zu versauen. Das heißt, das wird besser werden und das wird auch schon besser. Aber Loudness-Normalisierung bei Streaming-Diensten leitet Menschen dazu an, Makrodynamik zu versauen. Und halt eben zum Beispiel den Anfang vom Song, der ansonsten früher ein ganz langsames, leises Intro sein konnte, den möglichst laut zu machen, und auch unnatürlich laut, damit in Playlisten der Song trotz Loudness-Normalisierung aufgrund von Durchschnittswerten lauter anfängt. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Makrodynamik und Mikrodynamik, also wie arg haut man es einfach in den Limiter, um alles laut zu kriegen, und das wäre dann die Mikrodynamik und Makrodynamik, inwiefern gleicht man im Arrangement die Lautstärke der einzelnen Teile an, um möglichst immer eine gewisse Lautstärke zu haben. Das wird sehr interessant, was damit im Streaming-Zeitalter passiert. Und ich mache mir Sorgen, dass Künstler ihre Songs und ihre Songstruktur und ihre dynamischen Aufbau und deswegen auch Langlebigkeit sozusagen jetzt versauen, um im Streaming am Anfang vom Song lauter rauszukommen. So wie früher bei den Motown-Nummern zum Beispiel auch jedes Song erstmal mit einem Chorus angefangen hat, dass einfach, wenn die Jukebox angeschmissen wird, es gleich erstmal kurz laut wird und jeder den Song hört. Das ist meine Sorge. So hat jedes Medium verpflichtet ja auch den Produzenten oder den Mastering-Engineer, gewisse Kompromisse einzugehen. Platte, Bass auf Mono machen, mit den Höhen aufpassen, dass wir keine wirklich zischeligen S-Laute haben, nicht zu viel Bass, damit genug auf die Langspielplatte passt. Demnach ist ja vielleicht das CD-Zeitalter, ich bin jetzt mal ganz kulturpessimistisch, das letzte große Zeitalter des guten Klangs gewesen, weil man an solche Dinge nicht unbedingt denken musste. Natürlich hatte man eine Dynamikgrenze und anderes, aber man konnte quasi den Klang voll in 16-Bit voll entfalten. Ja, natürlich gibt es jetzt heute auch High-Res-Geschichten, die dann auch zum Download bereitstehen. Vielleicht noch eine provokante These. Ich habe mich ja auch im Hi-Fi High-End mal so ein bisschen verdingt und hatte da eine gute Anlage, bevor die Kinder da waren und nicht eh alles zu brüllen zu Hause. Und da hat man immer nach besonders gut klingenden Platten gesucht. Und das waren dann so Bands wie 4Play oder Barbara Streisand. Das sind dann so Produktions-Grammy-Platten, die toll klingen, aber keine Relevanz haben musikalisch. Und dann gibt es die Bands, die haben eine Relevanz, die klingen aber nicht so gut. Kann man das in Einklang bringen, Marc? Oder gibt es immer die Liebhaber-Klangplatten und die Platten, die für den Mainstream-Markt gemacht sind, die kompromissbehafteter sind mit ihren Produktionsmöglichkeiten? Na, also ich würde mal sagen, dass mich in der Regel dann Musik besonders begeistert, wenn beide Sachen zusammenkommen. Also wenn das halt mich die Musik berührt und es halt noch besonders gut klingt. Ich habe zum Beispiel gestern Abend auch mal wieder halt ganz langer Zeit die erste Platte von Ricky Lee Jones gehört. Die ist, glaube ich, 1979 aufgenommen, und wir haben die, meine Sängerin, mit der ich gerade arbeite, und ich, und wir haben uns den angehört und haben gedacht, der Song könnte auch gestern aufgenommen worden sein, weil
ich sag mal, hat keine verräterischen Instrumente, also nicht so diese, ich sag mal, 80er-Jahre-Sachen, wo man gleich erkennen kann, dass es total dated klingt, sondern es sind einfach alles natürliche Instrumente. Hat eine total schöne, ja, da immer total schönen Klang, total warmen, natürlichen Klang. Und wenn dann der Song halt einfach einen und die Stimme des Sängers oder der Sängerin mitnimmt, dann finde ich, ist das besonders schön. Also diese reine Hi-Fi, ja, ich weiß nicht, also diese Auftürmerei von Equipment, da konnte ich noch nie so richtig viel mit anfangen. Also wenn ich diese Hi-Fi-Fachzeitschriften gelesen habe, wo dann auch Klangnoten für irgendwie Hi-Fi-Regale und sowas vergeben wurden, da musste ich immer ein bisschen schmunzeln. Wie Alan Parsons gesagt hat, normale Menschen benutzen eine Anlage, um Musik zu hören. Audiophile benutzen Musik, um eine Anlage zu hören. Genau. Genauso habe ich das auch gemacht. Ja, genauso habe ich das auch gemacht. Ja, aber das ist, ich finde, es gibt aber Beispiele, wo beides zusammentrifft. Zum Beispiel Michael Jackson. Oder ein Beispiel aus den letzten 10 Jahren wäre zum Beispiel Peter Fox, gemastert von Busy Buren. Das ist so ein Album, wo ich sage, das ist modern, das hat eine Relevanz, das wurde im Radio gehört überall. Aber es klingt auch verdammt gut, wie ich finde. Also das ist so von der Tiefenstaffelung, von den Frequenzen, die da sind, das ist alles so ausgecheckt. Auch sehr cool sind die aktuellen jetzt diese Trettmann-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wer das gemastert hat. Das ist ja so ein Produzententeam aus Berlin. Das finde ich, das klingt auch, obwohl es ultra reduziert ist, es klingt sehr, sehr, sehr gut, finde ich. In dem Stil, in dem es ist. Ja, wollen wir mal auf Geräte zu sprechen kommen? Was ist denn eigentlich aus dem Wandler geworden? Weil der Wandler war ja mit der digitalen Einzug der digitalen Musikproduktion damals mit den digitalen Bandmaschinen, die noch erst 16-Bit waren, dann gab es 20-Bit Sony-Geschichten, dann 24-Bit. Und das Thema Wandler war immer so das Thema, weil wenn ein Wandler schlecht klang, dann war die Musik, die man aufgezeichnet hat, einfach nicht so, wie man sie eigentlich durchs Mikro gehört hat. Was meint ihr? Ist das Thema durch oder muss man sich halt wirklich noch irgendwie einen 7.000-Euro-Wandler holen, um das Letzte rauszuhören? Also wer möchte? Ich würde sagen, nö, braucht man nicht. Aber das kann natürlich gut sein, dass die beiden Mastering-Kollegen das halt irgendwie anders sehen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich schon vor 20 Jahren oder sowas gab es mal so einen Doppelblindtest, glaube ich, in Sound on Sound war das, wo alle möglichen Wandler gegeneinander verglichen wurden. Und damals waren halt auch noch die klassischen ADAT-Wandler mit in diesem Testfeld. Und die haben bei der Jury halt letztendlich gewonnen in dem Contest. Und ehrlicherweise, glaube ich, würde niemand heute mehr behaupten wollen, dass die Wandler von ADAT-Aufnahmegeräten halt irgendwie besonders high-endig waren. Und das hat mir damals eigentlich schon sehr eingeimpft, dass also der Aspekt, was man gerne hören will, dass man sich das sehr schwer vom Leibe halten kann, wenn man nicht wirklich ganz, ganz ehrliche Doppelblindtests macht. Und von daher, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes 50-Euro-Gerät halt irgendwie ausreichend gute Wandler hat, aber ich kann alleine an meinen unterschiedlichen Aufnahmemöglichkeiten, die ich habe, nicht mehr irgendwie einen qualitativen Unterschied erkennen. Also ich habe als Aufnahmekette in dem einen Raum so ein Focusrite ISA 428 Mikrofonvorverstärker und das läuft in so ein Avid-Interface, so ein 192 I.O. Das ist mittlerweile eigentlich auch schon relativ alt. Aber damit bin ich sehr zufrieden mit den Aufnahmen. Und genauso, wenn ich hier an diesem Arbeitsplatz irgendwie mit dem Fireface aufnehme, dann benutze ich die internen Mikrofonvorverstärker und alles sozusagen, was halt da drin ist. Und damit bin ich genauso zufrieden. Also ich finde, für mich fangen die Ketten immer andersrum an. Also für mich ist viel, viel wichtiger die Auswahl des Mikrofons, dass das halt irgendwie stimmt. Da wird viel, viel mehr Soundunterschied gemacht als in dem letzten Stück der Kette nach meiner Auffassung. Und genauso ist es nachher bei der Wiedergabe auch wieder. Die Lautsprecher sind eigentlich der wichtigste Teil und die
oder naja gut, der Raum natürlich auch noch genauso mit, aber es gibt halt andere Sachen, die kann man eher vernachlässigen, jedenfalls wenn man so in dem Bereich arbeitet, in dem ich arbeite. Wie sieht es bei den Mastering-Engineeren aus, Robin? Du musst ja manchmal rausgehen und deine analogen Geräte dazu holen und reinschleifen sozusagen, beziehungsweise den digitalen Pfad verlassen. Da will man natürlich möglichst wenig Qualität liegen lassen. Wie machst du das? Ich habe den letzten großen Vergleichstest vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren gemacht. Da habe ich mir mal alle Geräte herkommen lassen, die so im Mastering-Bereich verwendet werden. Und habe das dann auch doppelblind gestaltet. Und also ich würde meinem Vorredner erstmal recht geben, die Unterschiede sind mittlerweile sehr, sehr klein geworden. Bei manchen Geräten hat man einen Unterschied hören können, wenn man sich sehr angestrengt hat, doppelblind. Wenn man aufs Gerät guckt, wenn man weiß, welches ist, ist es sehr leicht, Unterschiede zu hören und sich einzubilden. Aber die sind schon sehr, sehr klein geworden. Es gab ein paar Geräte, die ich verglichen habe, die für mich ausgeschieden sind. Aber das war nicht, weil das schlechte Wandler waren, sondern es war, die haben bestimmte Dinge gemacht, wenn der Pegel Richtung Null gegangen ist. Also wenn der Pegel Richtung Maximalpegel gegangen ist. Es gab zum Beispiel der Crane Song Head HEDD, der hat eine Art von Soft Clipping gemacht, der ist ein bisschen nonlinear geworden, wenn es an die 0 dBFS gegangen ist. Und vielleicht mögen das manche, sagen ja auch viele, dass zum Beispiel jetzt Lavery-Wandler wunderbar sich klippen oder soft satten lassen, also mit weicher Saturation. Solche Sachen sind dann noch interessant. Also wie verhält sich der Wandler, wenn ich richtig viel Pegel reinhaue oder wenig Pegel reinhaue? Also wenn die Wandler in Grenzgebiete kommen. Aber ansonsten in einem nominalen Bereich, wenn man einen vernünftigen Pegel fährt, und eine saubere Signalkette hat und die Pegelung generell gut eingestellt ist, sind die Unterschiede bei den Wandlern nicht mehr so groß, wenn man einen dezidierten Wandler hat. Wenn man einfach einen Laptop hinstellt und die interne Soundkarte auf dem Motherboard benutzt, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist Kraut und Rüben und Grütze, aber dazu braucht man jetzt keine goldenen Ohren haben. Da reicht es, wenn man einfach einen Kopfhörer reinsteckt und Sirren hört. Aber bei den High-End-Wandlern und High-End würde ich jetzt bei Wandlern wirklich schon relativ niedrig ansetzen. Also Wandler, die man ab 500 Euro kriegt, wenn man einen dezidierten Wandler kauft, der dazu designt worden ist, ein guter Wandler zu sein, ist, glaube ich, mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Friedemann, wie denkst du darüber? Ja, ich habe kürzlich auch mal wieder einen Blindtest gemacht, wo ich einen neuen Wandler, den ich für meinen Pinguin, für meinen Mieterring-Rechner angeschlossen hatte. Das ist der AXR4, dieser neue Wandler von Steinberg. Da habe ich einen Pfeil quasi durch den DAAD-Loop geschickt und das gleiche habe ich mal mit dem Eclipse-Wandler gemacht von Antelope. Und dann habe ich die mal in der Montage übereinander gelegt und ich wusste, oben teuer, unten in Anführungsstrichen billig, halt der Steinberg-Wandler für nur 2.500 Euro, aber dafür 8 Kanäle, beziehungsweise 10 raus, 8 rein. Wie auch immer, das ist faszinierend, was einem das Gehirn da so alles vorgaukelt. Ich habe da bei diesen ganzen, also ich habe überhaupt in den letzten Jahren häufiger ABX-Teste gemacht und einfach festgestellt, wie das Gehirn einen beim Hören total auf die Schippe nimmt. Und ich habe dabei so eine Selbstironie entwickelt, weil manchmal denke ich auch so, bilde ich mir das jetzt ein, weil mein Gehirn weiß, dass ich das drücke, oder klingt es wirklich besser? Das ist total link. Der Lavery ist ja auch Gold und der klingt ja dann auch. Klingt auch viel goldiger. Ja, natürlich. Der klingt irgendwie, du hast viel seidiger. Viel teurer, irgendwie, es muss ja besser klingen. Und wie gesagt, also als ich noch wusste, als ich den AB-Test ungeblindet gemacht habe, da war das, der Eclipse klang natürlich so viel tiefer und man hat dies besser gehört und jenes und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen richtigen Blindtest gemacht, wo man 16 Mal in Folge in einer gewissen Zeit
wirklich zuordnen kann, so das ist A, das ist nochmal A, das ist B und so weiter und so fort. Wo man dann wirklich gefragt ist, ganz dezidiert Unterschiede zu hören und nicht weiß, was einem vorgespielt wird. Und schon, salopp gesagt, ist der Arsch ab. Ne? Mhm. Ich konnte keinen Unterschied hören. Ich war total frustriert. Ich habe dann andere Leute irgendwie gefragt, hey, so, jetzt musst du mal einen Blindtest machen. Ich habe hier irgendwie gerade eine Sinnkrise. Keiner konnte den Unterschied hören. Ja? Mit anderen Worten, wenn, wie Robin das gesagt hat, wenn man im normalen Betriebsmodus ist, dann ist das Niveau mittlerweile so hoch, dass wenn man diese Placebo-Effekte mal abzieht und der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht hat, hey, ich meine, ich kriege dafür 2.500 Euro 8 oder 10 Kanäle, wo ich sonst irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Euro für 2 Kanäle dabei in Clips bezahle. Was für eine Geldverbrennerei im Grunde. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es jetzt an diese Extrembereiche geht und man sagt irgendwie, man möchte irgendwie diesen dicke Wurst-Wettbewerb beim Mastering gewinnen und möchte irgendwie so ein -6L UFS-Master abgeben, was zwar grütziger klingt als der Mix, aber nicht so grützig, als wenn man das schlecht auf -6L UFS gebracht hätte, dann helfen natürlich Wandler, die im Grenzbereich gut performen, und dann kann man sowas wie den Leffry Gold oder den Eclipse eben bei passendem Level-Staging und so missbrauchen, um eine dicke Wurst zu machen, die dann, wo man denkt, okay, das klingt jetzt eben besser vergleichsweise, als wenn ich das mit einem Limiter oder so einfach nur auf -6 Lufts gefahren. Und da muss man leider Gottes tief in die Tasche greifen, wenn man das in sein Portfolio aufnehmen möchte. Ich bin zwar nie der Experte gewesen und habe mich auch nicht als solchen positioniert, irgendwie heiße Master zu fahren, weil ich mich immer irgendwie für so ein gewisses Klang- und Dynamikbewusstsein eingesetzt habe. Aber auf der anderen Seite überlege ich doch, ob ich mir nochmal einen Leffry Gold für meine asiatischen Kunden hinstelle, weil ich damit einfach irgendwie 1-2 dB mehr rausquetschen kann und dann das gleiche Tool habe wie Sterling, die Sterling-Leute oder was auch immer, mit denen ich dann da kompetiere. Und das macht dann schon Sinn. Also, kleine provokante Abschlussfrage. Überschwemmung in euren Studios, die Versicherung zahlt nicht. Ihr habt da jetzt noch ein gewisses Budget. Und das ist dann vielleicht sozusagen diese Gretchenfrage. Worauf kommt es dann im Endeffekt an? Fangen wir vielleicht mal mit Marc an. Also was ist für dich wichtig? Wo würdest du Geld investieren? Wo würdest du sagen, ja, das habe ich früher mal gehabt, das steht da noch, aber eigentlich brauche ich es nicht mehr. Oder das macht sich schön auf dem Foto, wenn ich mein Studio fotografiere. Aber das brauche ich nicht mehr. Also wo steckst du das Geld dann hin? Ja, Rekblenden habe ich noch genug irgendwie, vor allen Dingen in dem anderen Raum hier jetzt nicht mehr so. Mit Knöpfen, ja? Ja, genau, Rekblenden mit Knöpfen, die seit Jahren nicht mehr an waren. Aber nö, ich würde sagen, also eigentlich für mich fängt es damit an mit dem Raum, also dass man wirklich Treatment in den Aufnahme- und Regieräumen hat, dass man da gut arbeiten kann. Und dann sage ich mal technisch, mir reicht völlig so ein Fireface irgendwie, diese RME-Sachen, damit könnte ich eigentlich ganz gut arbeiten. Also ich würde mir, glaube ich, jetzt auch die teure Avid-Hardware nicht nochmal kaufen, weil ich Pro Tools trotzdem benutzen kann, auch mit anderer Hardware. Und ich würde mir, glaube ich, auch nicht mehr wieder so viele Rechner kaufen, wie ich jetzt habe. Ich glaube, ich würde mir halt einfach einen aktuellen Laptop kaufen, der würde dann eigentlich für mich fast ausreichen. Dann würde ich noch einen Havarierechner sozusagen für den Fall, dass das MacBook irgendwie nicht funktioniert, einen Havarierechner hier haben wollen, aber sonst nicht mehr so viel. Ich glaube, im Moment habe ich 5 Rechner. Das ist ein bisschen zu viel. Okay. Robin, was würdest du machen? Genauso. Also am allerwichtigsten der Raum, danach die Lautsprecher.
und ein Laptop, dann noch ein Wandler. Ich habe den mal vorbereitet. So, einen mobilen Wandler für unterwegs. Und das wird erstmal reichen. Analoge Hardware, wenn was übrig bleibt. Wenn ich noch Geld über habe, dann aber die als Bonbon obendrauf. Also ich hatte bei der ersten Planung des Mastering-Studios hier eigentlich auch gar keine analoge Hardware geplant. Ich wusste damals nicht, ob ich Geld dafür habe. Also habe ich alles in den Raum gesteckt, in die Lautsprecher. Und dann kam die große Auszahlung und du musstest für die Steuer ein paar Ausgaben haben. Genau, richtig. Dann hat die Steuerberaterin gesagt, Herr Schmidt, es wäre schön, wenn Sie Ausgaben hätten. Schaffen Sie sich was an. Genau, schaffen Sie sich was an. Nein, Spaß beiseite. Es hat sich einfach so rausgestellt, dass es noch geht, dass Geld da war. Und im Nachhinein hat sich es auch als gut rausgestellt, denn die Geräte halten wirklich ihren Wert, erstaunlicherweise. Und sonst hält nichts seinen Wert. Deswegen, aber ja, wenn alles niedergebrannt wäre, ich würde mit dem Raum anfangen und den Lautsprechern. Und zum Mastering selbst, zur Not reicht ein Laptop und ein Waves-Plugin-Pack von vor 30 Jahren. Sind es schon 30 Jahre? Was? Ich für ein Sounddesigner 2. Na, nicht ganz. Okay, na gut, sagen wir 20 Jahre. Okay. Und das würde auch passen. An dich. Also, Friedemann, an dich nochmal abschließend die Frage, beziehungsweise das haben wir eigentlich gar nicht so richtig thematisiert, gibt es den High-End-Gedanken bei Plugins eigentlich auch? Also Robin hat jetzt gesagt, er könnte auf viel Hardware verzichten. Gibt es Plugins, die richtig schlecht sind, die mit dem Signal komische Sachen machen? Und du bist ja Mitinhaber von Maat und oder der Geschäftsführer und da habt ihr auch Plugins, zum Beispiel die alten EQs neu aufgelegt, den Orange und Blue EQ und die sind ja nicht billig. Ne? Da kostet ja ein EQ fast, also ist ja ein Hardwarepreis und da wurden sich ja auch die Mäuler zerrissen. Gibt es den High-End-Gedanken bei Plugins oder reicht es bei Waves auf das nächste Black Friday Special zu warten und mir den nächsten Kompressor für 6 Euro zu kaufen? Also die Frage ist tatsächlich, ob es beim Konsumenten einen High-End-Gedanken gibt bei Plugins. Das scheint nach unseren Erfahrungen leider nicht der Fall zu sein. Trotzdem möchte ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, die andere Seite der Perspektive sozusagen darzustellen. Für mich als User ist ein Waves-Tool dann keine Alternative. Das ist also ich bin kein großer Freund von Waves Tools oder anderen, sag ich mal, preisgünstigen DSP-Plugins. Ich finde es, einerseits finde ich es verständnisvoll sozusagen oder verstehbar, dass die Konsumenten denken, irgendwie ist ja nur Software, weil es sehr schwer nachzuvollziehen ist, warum ist eine bestimmte Software teurer oder billiger. Heutzutage ist es im Grunde relativ günstig geworden, Audio-Software zu produzieren, wenn man also Programmierumgebungen wie Juice beispielsweise denkt, die kann man sich günstig holen und im Grunde kann jemand auf Basis einer existierenden Open-Source-Library sich innerhalb von einer Woche ein EQ zusammenbasteln und den bunt anmalen und das noch mit ein paar Verzerrungssachen irgendwie kombinieren oder so und dann das dem fancy Namen geben und zack, ist ein neuer EQ fertig. Das ist kein großes Hexenwerk. Aber das ist einerseits der Grund, weswegen es nicht nur tausende Plugins gibt, sondern fast schon tausende Plugin-Hersteller, weil die Einstiegsschwelle eben sehr gering ist. Auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel mit Maat jetzt gerade an einem Punkt gekommen. Wir haben den Blue fertig. Der Blue ist quasi ein Reissue von dem Original Algorithmics Blue Equalizer, der 12 unterschiedliche Typologien widerspiegelt. Also die Basis ist die, dass Dr. Christoph Musialik damals über mehrere die ganzen Analog-EQs untersucht hat. Und in der Welt des EQs ist es einfach so, der Schlüssel eines besteht eigentlich aus zwei Hauptkomponenten. Das eine ist, die Kurve macht die Musik, also der Shape
ist das Entscheidende. Ein leicht abweichender Shape klingt schon sehr unterschiedlich. Da ist eigentlich eine ganze Menge Magie drin. Das andere ist dann natürlich die Phasigkeit. Beides sind Dinge, die man auf der digitalen Ebene versauen kann. Und um jetzt mal einen Kontrast herzustellen von zwischen, ich bin 25-jähriger Student und bastel mir in einer Woche ein EQ zusammen mit Hausmitteln, hin zu dem, was wir machen. Wir sind jetzt dabei, haben den EQ fast fertig oder der ist Release fertig und haben den diversen Tests unterzogen. Und zu diesem Test gehört auch eben, dass sehr renommierte Leute und goldene Ohren sich das anhören und es vergleichen mit anderen High-End-Produkten und uns Feedback dazu geben. Und neben den messtechnischen Untersuchungen wir eben auch sicherstellen, dass der Anwender sagt, ja, wow, das ist das, was wir wünschen. So, nun kamen da so auf der messtechnischen Ebene so ein paar Sachen raus, wo wir nicht hundertprozentig sicher waren, ob wir das rausgeben sollten. Ganz banale Geschichte. Ich muss da ganz kurz drauf eingehen, einfach um so ein bisschen die Komplexität darzustellen, die der normale Anwender, die dem normalen Anwender gar nicht bewusst ist. Ja? EQs tendieren dazu, digitale EQs tendieren dazu, Richtung Nyquist, also Richtung der höchsten darstellbaren Samplefrequenz, asymmetrisch zu werden. Und wenn die asymmetrisch werden, dann klingen sie nicht mehr so organisch, natürlich, nicht mehr so fein, etc. pp. Und nun gibt es 3, 4 unterschiedliche Technologien, dieses Problem zu lösen. Die eine Lösung ist simples Oversampling, so wie es auf der Universal Audio Karte gemacht wird beispielsweise. Ein sehr schön klingender EQ in den Höhen ist zum Beispiel der Massive Passive. Wenn man das 27 Kilohertz Band nimmt auf Bell und da so ein bisschen anhebt, dann arbeitet es intern im 4-fachen Oversampling im Übrigen. Und dann wird ein Anti-Aliasing-Filter angewendet, der eben die Frequenzen über Nyquist abschneidet. Das ist notwendig, damit keine Intermodulationsartefakte ins Signal reinkommen. Und der klingt toll, der EQ. So, jetzt standen wir vor der Frage, wir haben ein Oversampling, was im Grunde technologisch gesehen ein bisschen besser ist als das, was auf den Universal Audio Produkten verwendet wird. Und trotzdem ist es so, es gibt eben mathematische Lösungen, Höhenfilter zu symmetrieren. Jetzt haben wir wochenlang mathematische Modelle in MATLAB, so eine 12.000-Euro-Software, berechnet und Tests gefahren. Und einfach nur, um eine Idee zu geben, wenn wir auf diesem Niveau wirklich überhaupt erst an den Punkt kommen wollen, also alle Technologien auszuprobieren, zu pitchen, Klangtests zu machen etc. pp., um Alternativen auszuchecken, dann ist es eine 6-stellige Investition. Das dauert sehr, sehr lange. Es ist immer, also wir sind wirklich in einem Bereich angekommen, wo man sagen muss, entweder nehmen wir das Zeug, was auf der Straße liegt, schmeißen das raus und malen es gut an und dann ist gut. Und wenn wir wirklich auf einer wissenschaftlichen Ebene weiterkommen wollen, dann kommen wir gleich in einen Bereich, wo wahnsinnig viel Aufriss gemacht werden muss. Und sich dann die Frage stellt, lohnt sich das, wenn wir jetzt, also wir machen tatsächlich für den Blue noch so alternative Berechnungsmodelle, die wir für einige Topologien reinnehmen. Nur um einfach mal darzustellen, was es kostet. Das kostet mich ein halbes Jahr lang einen DSP-Mathematiker, das kostet mich ein halbes Jahr lang einen hochspezialisierten DSP-Programmierer. Das sind alles Leute, die sehr teuer sind. Mhm. Und dann durchläuft es sehr viele Testzyklen und am Ende ist nicht mal sichergestellt, dass das, was wir machen, besser klingt als das, was wir schon haben. Ja, es geht eigentlich nur darum zu gucken, gibt es eine Möglichkeit, das, was wir mit dem Oversamplingsfilter gemacht haben, also mathematisch so zu ersetzen, dass wir auf den Oversamplingfilter verzichten können und dann erst festzustellen, hat es einen Vorteil oder handeln wir uns damit ein, dass unsere Mitten und Bässe, die genau da sind, wo wir sie haben wollen vom Klangcharakter,
dass die dann vielleicht wieder schlechter werden und dann wird das Ganze noch komplizierter. Und du gibst das da, ist natürlich. Du gibst da einen guten, also einen, du zeigst sozusagen jetzt auch auf, was bei vielen High-End-Geräten natürlich der Fall ist, ne? Also das ist, oder wenn man das jetzt zum Beispiel auch im Automobilmarkt vergleicht, der Entwicklungsaufwand für ein Golf ist natürlich ist sehr teuer, aber der verkauft sich auch millionenfach. Wenn man jetzt ein Maserati entwickelt und man weiß, man hat nur 10.000 Abnehmer, man muss aber die ganzen Tests, Crashtest, was weiß ich, muss man machen, dann kostet dieses Auto dann viermal, dreimal so viel. Und so ähnlich ist das halt im High-End, aber der Gedanke ist, dass man wirklich Grenzen ausloten möchte und weiterkommen möchte. Und ich finde, das ist jetzt erstmal ein gutes Schlusswort. Wir können Friedemann vielleicht auch nochmal, wenn der gerne noch. Ja, Marc, gerne nochmal. Ein Aspekt bei den Plugins, weil ich sag mal, gerade bei den Sachen, die halt besonders teuer sind, habe ich das mehrfach erlebt, dass sie dann mit einmal leider doch nicht weiterverfolgt wurden von den Herstellern. Also ich kann es speziell von dem MD3, habt ihr zu Anfang gesprochen, das ist ein Plugin, das ich halt auch 10 Jahre lang total gerne auf meinem alten Avid HD-System benutzt habe. Mit dem Wechsel auf eine neuere Plugin-Schnittstelle AAX hat TC Electronic keine neue Plugin-Variante mehr angeboten. Mhm. Das war ein Plugin, das hat ursprünglich mal 1.800 Euro gekostet, irgendwie, als das neu war. Ich glaube, ich habe nicht ganz so viel dafür bezahlt, aber auf jeden Fall deutlich über 1.000 Euro damals. Das hat sein Geld auch verdient, aber ich finde, man ist doch irgendwie, Robin hatte das vorhin ja schon mal gesagt, so mit digitaler Obsolenz oder wie er es genannt hat, also dass halt Produkte obsolet, dann, ja, dass irgendwas obsolet wird, genau. Und das ist mir dabei passiert. Das Gleiche hatte ich eigentlich auch mit dem Massenburg EQ. Da gibt es, glaube ich, jetzt im Moment nimmt das gerade wieder ein bisschen Fahrt auf, dass es halt eine neue Plugin-Variante gegeben hat. Die haben auch 5 Jahre lang oder so einfach keine neue Version gemacht und haben dann halt die AAX-Schnittstelle zum Beispiel gar nicht bedient. Sowas ist wirklich extrem ärgerlich. Und ich finde, gerade wenn man diesen High-End-Bereich bedient, dann muss man sich eigentlich auch darüber im Klaren sein, dass man die Kunden total verprellt, wenn man irgendwann einfach dieses Unterfangen wieder aufgibt und sagt, wir machen alles neu. Ja, so. Ja, zum Beispiel bei Rolls-Royce gibt es ja dann teilweise diese Garantie, dass wenn du in der Wüste liegen bleibst, dass dich dann da einer abholt. Also genau, also da zahlt, also man sollte dann eigentlich auch für so eine Art Lifetime-Garantie oder so weiter für diesen Mehrpreis auch vergütet werden sozusagen. Aber das Problem ist natürlich bei kleinen Butzen, ich sage jetzt mal High-End-Butzen, sind ja oftmals auch kleine Firmen, die dann auch nicht so, die es nicht so lange gibt, die nicht diesen Geldpuffer haben, über viele, viele Jahre weiterzumachen. Und dann ist die Gefahr, dass sowas natürlich auch eingestampft wird irgendwann, wenn die Kunden dann zu wenig werden oder so. Und die Gefahr ist natürlich dann auch nochmal zusätzlich da. Wir haben die Schallmauer von einer Stunde schon lange gesprengt, aber Robin will vielleicht noch ein nettes Schlusswort einfügen. Ja, einen kleinen Tipp, wenn man ein teures Plugin hat und das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann am besten direkt dem Programmierer oder Hersteller schreiben. Dann kann es sein, wie es mir passiert ist, dass der einem eine Version, die er irgendwie noch zum Funktionieren gebracht hat, ohne Kopierschutz und alles, so unter der Hand zusteckt. Oh, das ist aber nett. Sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Friedemann, das wirst du bestimmt auch machen, wenn du irgendwann auf Portugal auf deiner Finca sitzt. Dann wirst du noch den Blue EQ warten für deine letzten 3 Kunden, die auch noch da mitmachen. Ja, wir werden sehen. Wenn ich so einen langen Bart habe so, und über 100 Richtig. Oder so. Als weiser Gandalf. Hoffe ich, dass wir überleben, aber ich hoffe, dass ich damit so einen kleinen Impuls gegeben habe, weil es ist, der Audiobereich ist einfach schwierig und die wirklich guten Leute und die tendieren dazu, in die Automobilindustrie zu gehen oder irgendwo hinzugehen, die wirklich guten Mathematiker, die werden teuer bezahlt und die landen in der CE-Industrie oder so, wo sie ganz großes Kino machen können. Und die sind ganz wenig eben in der Plugin-Industrie. Ja? Ja, ja. Und wir müssen, wenn wir, sag ich mal, neue
Horizonte und Möglichkeiten erreichen können, dann ist es im Audiobereich immer, das sind große Investitionen. Und man kann nicht jedes Plugin für 99 Euro rausgeben und dann hoffen, dass man deswegen gleich 20 Mal so viel verkauft, damit man wieder weiterentwickeln kann. Das ist eben auch eine Sache, die nicht funktioniert. Ne? Ja, in dem Sinne. Friedemann, danke dir. Ich glaube, wir hätten noch viel weiter reden können. Ich fand es sehr spannend, auch die verschiedenen Aspekte zu sehen. Gute Tipps noch dabei gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Friedemann aus Portugal zurzeit, aus Karlsruhe, Robin Schmidt und aus Hamburg, Marc Zieber. Es war eine schöne Sendung und macht mehr Musik bei Musotalk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.